Welche Feiertage gibt es in unserer Religion? Wir haben nur zwei Feiertage, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung sagte. Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Das heißt, man sagt, Zuckerfest ist jetzt nicht das beste Wort, und das Schlachtfest. Diese beiden Feste sind unsere Feste, walhamdulillah. Und jeder Jumu'ah, jeder Freitag ist für uns ein Fest, wie ihr wisst, liebe Geschwister. So, definitiv, wir haben keinen Geburtstag, keinen Muttertag, keinen Vatertag, keinen Hayawantag, wir haben das nicht. Wir haben nur was? Diese Feiertage. So. Jetzt eine Schwester möchte sich verloben. Bevor sie sich verlobt, machen die Frauen so ein Fest untereinander und nennen das Henna-Tag und so weiter und so fort. Ist das erlaubt? Das ist eine Sache, wenn es von der Tradition ist und die Religion nicht dagegen ist, dann ist das kein Problem, sagt man. Wie? Ja, weil ein Fest, über das wir reden und verboten ist, außer diese zwei Tage, die wir im Islam haben, ist eine Sache, die immer wieder kommt. Das heißt, jedes Jahr, jedes halbe Jahr, jeden Monat und so weiter und so fort. Ist das der Fall, wenn sie so eine Feier macht bezüglich ihrer Verlobung? Das macht sie einmal. Außer sie wird immer wieder verlassen, dann ist es regelmäßig. Das kann passieren. So, ein Mann möchte zum Beispiel sein Kind beschneiden und macht diesbezüglich eine Feier. Erlaubt oder nicht? Erlaubt, weil diese Sache, also weil diese Party jetzt einmal. Party. Party. Man merkt, dass der Lockdown schon sehr lange geht. Diese Feier nur einmal gemacht wird. Richtig, erlaubt. Imam Ahmad rahmatullah alayh wurde auf so einer Feier gesehen. Und das beweist, dass er das nicht als verboten gesehen hat. Insofern, das sind keine Feste, die immer wiederkehren, sondern wenn es mal passiert, und das ist auch von der Tradition oder von der Kultur, und das ist nicht gegen die Religion, natürlich aber auch diese Feiern mit Dawabit, das heißt mit Bedingungen, dass was nicht stattfinden darf, keine Geschlechtermischung, kein Alkohol, keine Musik und so weiter und so fort, dann ist das kein Problem. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafaddal. Maulid al-Nabi darf man feiern. Maulid al-Nabi, wie ist die Sache? Diese Sache ist klar unter den Gelehrten von Ahlus Sunnah. Ich rede unter den Gelehrten von Ahlus Sunnah, nicht Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah haben eine Übereinkunft, dass dieses verboten ist. Weder Abu Hanifa, noch Imam Malik, noch Imam Shafi, noch Imam Ahmed haben diesen Tag gefeiert. So, jetzt die Frage, wenn du diese Leute fragst, du sagst ihnen, schau mal, wir wollen sachlich reden. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Tag gefeiert? Sein Geburtstag? Nein. Wir sagen ihnen noch mehr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß nicht genau, wann er geboren wurde. Wie kann er also diesen Tag feiern? Wir wissen, er ist an einem Montag geboren, nach den meisten Gelehrten im Jahr Amul Fil, das heißt im Elefantenjahr, und im Monat Rabi'ul Awal. Aber welcher Tag, ob das der 6. war von Rabi'ul Awal, oder ob das der 8. war, oder der 12. war, und was alles erzählt wird, es gibt Aussagen, es gibt tausende von Aussagen von Gelehrten. Aber letztendlich, wenn wir nach Beweis fragen, ist nichts da. So, hat Abu Bakr diesen Tag gefeiert? Lieben wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr als Abu Bakr? Bei manchen Leuten ist das die Antwort. Ja, ich liebe ihn mehr als Abu Bakr. Subhanallah. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war, feiert diesen Tag nicht. Und du behauptest, dass deine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam größer als die Liebe von Abu Bakr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, sollte man sich schämen. Aber mit wem redest du? Und daher, ja, Ikhwa, selbst wenn wir den Tag kennen würden, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren ist, dann die Frage, hat er damit befohlen? Nein. Warum sollen wir es das machen? Und deswegen, es gibt nichts Gutes daran, was man später macht, was die Ersten nicht gemacht haben. Es gibt nichts Gutes daran. Hätten sie ihn feiern können, ja oder nein? Hätten sie? Sie hätten. Aber sie haben es nicht gemacht. Und das ist der entscheidende Punkt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.